Wie kannst du als AWUND-Beraterin deinen Verdienst steigern? Was sind die drei goldenen Regeln für Social Media, damit du ja deine AWUND-Produkte über Facebook, über Instagram verkaufen kannst? Schön, dass du da bist. Diese drei Erfahrungen möchte ich dir geben. Hallo, ich bin der Willi und im Direktvertrieb war mein Umsatz im 7. Monat bereits 210.000 Euro, auch mit Kosmetikprodukten, allerdings ohne Freunde anzusprechen und ohne Partys zu machen. Wenn du wissen möchtest, wie das genau geht, unterhalb findest du meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. So viel habe ich generiert. Also, du bist AWUND-Beraterin, du möchtest deinen Verdienst steigern. Social Media ist ideal dafür, Facebook ist ideal dafür. Ich habe 100% mein gesamtes Business im Direktvertrieb nur mit Facebook aufgebaut. Allerdings, ein paar Dinge sollte man kennen. Regel Nummer 1, wenn du deinen Verdienst als AWUND-Beraterin steigern möchtest, ist die neue Funktion, wollen Sie mehr oder weniger sehen? Früher war der Facebook-Algorithmus sehr mechanisch. Das heißt, es gab einen Algorithmus, der hat etwas überprüft und hat dann gesagt, okay, dein Posting zeigen wir vielen Menschen oder wenigen Menschen. Mittlerweile ist das nicht nur der Algorithmus ist nach wie vor da auf Facebook, auf Instagram, aber es gibt eine neue Funktion und zwar, wenn du jetzt als AWUND-Beraterin ein Posting machst, hinten nach dann wird dein Interessent, also derjenige, der das Posting gesehen hat, gefragt, wollen Sie zukünftig mehr oder weniger davon sehen? Und das ist eine Funktion, die sehr, sehr große Auswirkungen hat. Das heißt, nehmen wir an, du machst jetzt einen Inhalt, der eher so werbisch ist, also viel Werbung drinnen hat. Die Person sieht den Inhalt, warum auch immer, weil es gerade ein neuer Freund ist und wir wissen, bei neuen Freunden haben wir ja in den ersten 14 Tagen eine Boost-Funktion. Das heißt, eigentlich jeder neue Freund sieht das, zumindest die ersten 14 Tage. Dein Freund sieht dieses Posting, dann kommt diese Frage, wollen Sie zukünftig mehr oder weniger davon sehen? Ich halte fest, es war Werbung für Avon. Die Person sagt nein. Warum? Nicht, weil die Avon-Produkte schlecht sind oder das Unternehmen, sondern weil nur 6% der Menschen auf Facebook, auf Instagram Werbung sehen wollen. Was passiert jetzt technisch, wenn die Person sagt, sie will weniger von dir sehen? Die zukünftigen Postings werden gar nicht angezeigt. Das heißt, wenn du deinen Verdienst als AWUND-Beraterin steigern willst, ist es ganz, ganz wichtig, sich mit dem Thema, wie erstellt man Inhalte, ganz genau auseinanderzusetzen, weil Content ist King, das ist wirklich so. Und ich habe auch durch Inhalte einfach mein ganzes Business aufgebaut. Punkt Nummer 2, wie kannst du deinen Verdienst als AWUND-Beraterin steigern? Regel Nummer 2 ist das neue Shopping-Posting-Format. Also, wir wollen natürlich schon was verkaufen und dazu eignen sich hervorragend Facebook-Gruppen. Warum? Weil wir es dort dürfen. Die einzigen Orte, wo wir auf Facebook verkaufen dürfen, es kommerziell nutzen dürfen, ist eine Fanpage und eine Gruppe. Ein Facebook-Profil, am Facebook-Profil ist es verboten. Das haben wir in den Nutzungsbedingungen so geregelt. Und jetzt gibt es aber ein neues Format. Also, du kannst dir ein Text-Posting machen, ein Bild, ein Video, ein Live-Video. Und jetzt kommt ein neues Format in der nächsten Zeit. Das ist ein Shopping-Format. Und das ist wirklich genial. Stell dir vor, du machst ein Video oder ein Posting, ein Bild und hältst dann, ich mache mal das, das ist jetzt dein Avon-Produkt, du hältst dein Avon-Produkt in die Kamera. Und dann kannst du genau dieses Produkt markieren und genau hinterlegen, welches Avon-Produkt das ist. Also du kannst hier wirklich eine Shopping Funktion nutzen. Und das wird richtig gut. Nummer 3, wie kannst du deinen Verdienst als AWUND-Beraterin steigern, ist den FOMO-Effekt zu nutzen. FOMO. FOMO. Schon mal gehört? Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Wir Menschen, wir funktionieren so. Und egal, ob wir E-Mail-Marketing machen, ob wir ein Posting machen auf Social Media, wir müssen mit diesem FOMO-Effekt arbeiten. Das heißt, eine Neugier erzeugen bei den Menschen, dass sie sagen, was geht es da jetzt genau? Und ich möchte dir eine Erfahrung geben. Ich habe in 2 Jahren über 800 direkte Kunden und Partner generiert. Wie gesagt, im 7. Monat schon über 200.000 Monatsumsatz. Und ich habe mit diesem FOMO-Effekt gearbeitet. Das heißt, ich habe nicht erwähnt, wer ist die Firma. Ich habe nicht erwähnt, wie heißen die Produkte. Und jetzt sagst du dir, na gut, das geht ja gar nicht, Willi. Jeder will ja wissen, wie die Produkte heißen. Jeder will ja wissen, was drinnen ist. Jeder will ja wissen, wie das Unternehmen heißt. Nein,
Von den 800 haben mich 5 Menschen gefragt, um was es da geht. Es war Kosmetik, die ich vertrieben habe, es war Nahrungsergänzung, die ich vertrieben habe. Das heißt, wir selbst denken nur, und vielleicht denkst du das als Avon-Beraterin auch, du musst dir Avon vorstellen, du musst dir sagen, es geht um Avon. Du bist ja stolz auf das Unternehmen. Stolz ist wichtig, aber eine richtige Vorgehensweise ist noch wichtiger. Wenn du jetzt wissen möchtest, ja, wie geht es jetzt weiter, wie kannst du als Avon-Beraterin alles nur über Facebook aufbauen, ohne Partys zu machen, wenn du das möchtest, und ohne deine Freunde anzusprechen und vor allem ohne fremde Menschen anzusprechen auf Social Media, dann ist der Gratiskurs unten der richtige. 110 Partner in 30 Tagen. Und ja, das ist meine Einladung. Ich wünsche dir, dass du einen enorm hohen Verdienst hast als Avon-Beraterin. Und ja, sei stolz auf das Unternehmen, sei stolz auf die Branche, weil wir wissen, das ist etwas, was mich wahnsinnig stört da draußen. Wir wissen, dass Frauen nicht das Gleiche verdienen wie Männer. Und das ist etwas, was absolut nicht geht. Ich sehe es zum Beispiel bei meiner Frau, ich habe mit meiner Frau gemeinsam 7 Kinder. Sorry, dass ich da jetzt abschweife. Aber meine Frau hat viel mehr Fähigkeiten als ich. Das ist einfach so. Die kann viel mehr. Und die würde am Arbeitsmarkt draußen weniger verdienen. Und das geht nicht. Und das kannst du als Avon-Beraterin ganz anders machen, indem du anderen Menschen eine Chance gibst oder indem du die Produkte von Avon weitergibst. Schön, dass du da bist. Rock it. Ciao, ciao.